So, jetzt besuchen wir doch mal hier den Wirt. So, was wolltest du denn gerade? Genau, was wir brauchen. Einen Hexer mit Eiern aus Granit. Diese Bloede Hanse hatte diese Gegend schon zu lange terrorisiert. Danke für deine Hilfe, Wattgern. Wattgern. Ein Nilfgaarder. So weit weg von zu Hause und er ist kein Soldat. Das ist selten. Das Kriegshandwerk liegt mir nicht. Mein Wattherr, ich meine, mein Vater allerdings... Er hat bei Sodden gekämpft. Er hat es überlebt. Und das trotz durchbohrter Lunge und Verlust der rechten Hand. Aber mit diesen Verletzungen konnte er nicht mehr in der Imperabrigade dienen. Das Klima und der Wein hier in Toussaint fördern die Genesung. Und die Nilfgaardische Veteranenpension ist nicht übel. Man bekommt sogar eine Taverne dafür. Danke, Hexer, dass du mir geholfen hast, meinen Erbteil wieder zu erlangen. Art Dank. Gut. Dann krieg ich jetzt, was du anzubieten hast, Nilfgaard. Krieg ich jetzt Geschenke. Würstkissen hat er da schon hängen. Ja, das kaufen wir hier noch, was er da hat. Genau. Die paar Sachen nehmen wir auch noch mit. Hier haben wir einiges zum Verscheppern für ihn. So. Nun komm schon. Oh, das dauert immer. Ja, weil ich voll bin wie ein Amtmann hier. Oh, der zahlt gut. Muss ich mir merken. Halt. Damit. Nein. Ja. So. Die Angel kann er auch haben, die Kästchen auch. Oh, der kann soweit alles haben. Alles, was mir Kohle bringt. Komm da runter. Fläschchen. Gut. Hier noch was? Ja, den Wein. Weintrauben weg. Gürkchen, was ist das? Essig, weg. Alles weg hier, den Scheiß. So, hier haben wir noch mehr Wein. Alles hinfort. Was zahlt er dafür? 13, wow. Ne, dem weißen Wolf halte ich die eine Flasche. So, haben wir da unten noch irgendwie Bierchen oder so? Ja, haben wir. Können wir alles verticken. So, dann die Birnen weg, Äpfelchen, Kartoffeln. So, da ist noch ein Halt. Das kann alles weg. Das brauchen wir nicht mehr. Ja, und den können wir auch wieder sehen. Ist das nicht ehrlich? So, das müssten für... Nee, aber hier, das sind 80er. Das ist Zwiebelsuppe? Nee. Da haben wir noch... Das waren auch 50er, ne? Ja, aber Milli. Apfelsaft. Auch 50er. Das sind alles noch 50er. Und da ist eine 80er. Gut. Set the way. Bis dann. Ne, los, komm. Gut, dass du sie vertrieben hast, Hexer. Ja, habe ich gerne getan. Okay.
dann schauen wir mal, was weitergeht. Ich könnte jetzt natürlich... Weißt du was, gehen wir zuerst hier hin und dann da drüben hin. Ja. Okay. Ja, ja, sag jetzt schon. Hier läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Bin ich unsichtbar? Hier ja. Gerald der Rivia. Ich finde das so geil. Oh. Hier haben wir da wieder ein paar Kammern. So, das war's, ne? Ja. So schnell kommt. Ey, die alle keine Waffen. So, Gesellen. Auch weg. Ja. So, dann haben wir noch die Kiste. Fehle von Sterlings Drang. Ja, die haben sich doch jetzt erledigt. So, der schnelle Eugen hat die Taverne eingenommen, was wohl bedeutet, dass seine Bande längst sturzbesoffen ist. Postiere eine Wache auf der Hauptstraße, denn wenn irgendwelche Ritter oder Wachleute über sie stolpern, machen sie kurzen Prozess mit ihnen. Ich verspreche, das nächste Mal seid ihr diejenigen, die den Spaß haben. Und Eugens Leute halten euch den Rücken frei. Vielleicht überfallen wir bald Koronata, Wein und Weiber in Überfluss. Ihr werdet voll auf eure Kosten kommen. Sterling. Ja. Das war's. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Genau, dahin. Absolut. 200 und... Ja, ist doch nicht schlecht. Die Ecke ist dann schon mal hier... komplett fertig. Mein Freund, ich bin es nicht. Ja, ja, wissen wir, Holgi. Oh, howdy, howdy, ho. Oh, wir haben da so viel zu tun, ne? Heimat, deine Sterne. Klar, irgendwann ist dann Ende Gelände, aber... den nächsten 10 Folgen wird das nicht passieren. Ne. Oh, Kikimoras. Die habe ich schon gehabt. Okay. Schon wieder Banditen? Nein. Nimmst du mal das Schwert, Mensch? Weg. Geh doch mal weg da. Sag mal, wo ist das Vieh? Da ist ja noch eine. Ja. Nicht gut. Boah, jetzt habe ich Sahne gehabt. Jetzt habe ich echt Sahne gehabt. Und ich hatte nichts. Komm, nehmen wir das hier. Und jetzt habe ich echt nicht aufgepasst. Absolut nicht. Nee. Ja, kein Wunder, dass hier alles rumliegt. So. So, hier ist noch... Jetzt holen wir uns erstmal das... habe ich echt Sahne gehabt. Ja, mehr als Sahne. Meine Güte. Brief an eine Mutter. Liebste Mutter, vergib mir, dass ich ohne ein Wort geflohen bin, aber wenn Vater Wind von meinen Absichten bekäme,
würde er mir lieber die Knie brechen, als mich gehen zu lassen. Bitte verstehe, dass das Dorfschreiberleben nichts für mich ist. Ich will nicht für Vater wie Vater enden, mein Leben über Folianten gebeugt verbringen und im Lauf der zahllosen Tage und Nächte im dunklen Büro allmächtig das Augenlicht einbüßen. Ich möchte ein Leben voller Abenteuer. Vielleicht besuche ich dich eines Tages, liebste Mutter. Bis dahin wünsche ich dir Gesundheit und Glück. Dein dich liebender Sohn Fabrice. Mhm. Sehr gut. So. Zack. Sag mal. Also, was denke ich doch am Arsch? Und ich krieg das nie hin. So, jetzt. Da wäre noch eins. Aber dann hätten wir die Ecke hier soweit fertig. Ja, das machen wir auch noch mit. So, jetzt muss ich erstmal hier aus der Ecke rauf, bevor ich Plötze rufe. Ja, das ist übel. Ich mag kein Wasser hier in dem Spiel. Nee. Absolut nicht. So. Na also, Plötze ist da. Alles im Lack. Und los geht's. Da waren wir schon. Da sind Wildschweine. Horrido, da sind Wölfe. Ja, das ist mir aber alles. Was? Los, lauf! Jetzt machst du auch mal Hoppi. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Das kann da echt nicht sein. Eureka. Oh, was haben wir denn da? Guck dir das an. So, jetzt machen wir das nämlich mal ganz anders. Aber sowas von ganz anders. Verfluchte 94. Zup. Ist mir jetzt egal. So. Und auf geht's, ihr Burm. Muss erstmal eine wegkriegen. Aua! Sag mal, geht's euch noch gut? Viecher, aua! Boah! Ey, die sind aber... Ich muss die Gegend zerstören. Die sind aber auch heftig. Wow. Ja, nee, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, wenn die jedes Mal so heftig sind, oh, lecko funny. Okay. Halt. Ohren. Sehr gut. So, wo wollte ich denn eigentlich hin? Genau dahin. So, jetzt gehen wir zu der Brücke. Ich muss mal eben was hören. Gucken. Zu der Brücke. Und ja, dann gehe ich mal zu meinem Schmied. Ganz genau. Ja. Ach, zu meinem Schmied hin. Genau. Wo ist Plätze? Plätze muss hier irgendwo sein. Vielen Dank für die Rettung. Bist ein ja. Kleiner Kerl, Hexer. Gut, bin ich mit einverstanden. Wo ist Plätze? Hinter mir. Ach, da ist es schon. Tja, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sag mal, kannst du mal aufsteigen? Weiter so, Plätze.
Ja, genau. Immer weiter so Plätze. Nee. Wollen wir nicht. Coronata? Moment. Coronata. Da hatten wir da auch noch was. Nee? Coronata-Anwesen, Weingut. Da war doch irgendwas mit der Kräuterkundlerin. Alles aufgepasst, der Hexenmann kommt. Hm, wo ist denn die Dame? Ach, da ist er. Willkommen zurück. Bitte, bitte. Meister Liam ist wohl kein so gewissenhafter Eigentümer. Er tut sein Bestes. Er kann nichts dafür, dass unser Weingut eine Plage nach der anderen überstehen muss. Plagen? Welcher Art? Naja, dieser riesenhafte, gelbe, menschenfressende Sonnentau zum Beispiel. Man kann keinen Fuß ins Grün setzen, ohne um sein Leben fürchten zu müssen. Zeig mal, was du hast. So, was hast du denn? Schätze gern. Auf jeden Fall keine Kohle. Büffelgras nehme ich. Mutterkornsamen. Ja. Und den Grünschimmel. So, das war es aber auch schon. Mehr brauche ich nicht. Wie die mich anlächelt. Halleluja. Tja, das sieht ja wirklich trostlos hier aus. Was bist du denn für einer? Aufseher. Aha. Er macht sich hier einen netten. Gut. Ich wollte woanders hin. Und das werden wir jetzt auch tun. Ey. Schneller. So, Moment, ich brauche doch gar nicht so weit. Da muss doch jetzt hier in der Nähe wird sein. Oder wo wollte ich hin? Hier muss ich doch. Warum auch immer. Ja. Beweg dich. Aha. Eureka. Komm schon, Plätze. Ja, stell dich hier hin. So. Ich will nur eins, und das ist Belgard. Ich fahre als Verwandter. Ja, ich auch. Ich will auch nur Belgard. Ja, wie es danach aussieht, weiß ich noch nicht, was wir machen. Und schauen wir mal. Oh, Mensch. Läuft der Schweiß am Arsch runter. Ja. So. Grünau. So sind die Zeiten, mein Bester. Weg. Ja, ja, so sind die Zeiten. Ich verstehe dich, ja. Absolut verstehe ich dich. So. Was hat der denn hier hinten? Gar nix. Gut, dann wollen wir mal weitermachen. Also, ich habe mich hier, Halleluja, entleert. Meine Kiste ist leer. Ich habe alles. Kohle habe ich auch wieder, aber na gut. Und jetzt habe ich was vor. Deswegen, das wollte ich nicht vorher machen, sondern ihr seht, ich bin hier ratzeka leer und habe als erstes werde ich jetzt mal diese Rüstung anziehen. Ja, ich finde schon, die Manticore ist geil, da gibt es nichts dran, aber halt, einen Fehler habe ich gemacht. Ach, guck mal, da habe ich 20 Stück von, was soll ich damit? Kann ich nicht gebrauchen. So, und jetzt gehen wir, wie man da unten auf der rechten Seite sieht, Mensch, verpiss dich, du Kuh. Ja, ja, du Dreckskuh. Nee? Dann nehmen wir mal hier die Fackeln ab. Näher.
Die ja, besten Gemischtwaren in Toussaint zu den besten Preisen. Ja, dann ist ja gut. So. Zeig mal, was du zu bieten hast. Mach schneller. So. Zack. 20 Öcke näher. Und alles andere kannst du mir mal eine Bube schmatzen. Bis dann. Kollege Schnürschuh. So, ja, ich habe reichlich Gwind gespielt und ja, ein paar hat er nie aufgenommen. Frag mich nicht warum, keine Ahnung. Aber zum größten Teil das habe ich und mir fehlen jetzt hier noch 6 Stück für den skelligen Stil. Und dann versuche ich mal überall die Turniere zu meistern. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe oder ob ich überhaupt irgendwie was schaffe da. Und dann gucken wir mal. So, was bist du denn für einer? Na gut, wir wollen zur Fasanerie. Und komm her, Schätzchen. Esst, trinkt und seid lustig. So sprach der Prophet Majoran. Ach so, ja, wenn du meinst. Okay. Stiefel abstreifen vor dem Eintreten. Nicht schmatzen, nicht mit den Fingern essen, nicht mit dem Messer in den Zähnen stochern. Was? Was? Ach, ich scherze nur. Du, Herr, bist offensichtlich nicht im Stall geboren. Willkommen in der Fasanerie, der besten Herberge im ganzen Herzogtum. Aha. Naja, wenn du meinst. Ja, genau. Zeig mir erstmal, was da ist. Was denn heute? Smalltalk halten jetzt mit ihr. Aha. Ah, komm. Kauf mal den Mist. Spielt keine Rolle. Eigentlich dürfte ich genug haben von dem ganzen Dreck. Ja. Aber was soll's. Man will ja vorwärts kommen hier. Zack. Ja, Apfelsaft, da kann ich nie dran vorbeigehen. Das muss ich haben. So, das haben wir jetzt alles. Ein paar Fläschchen haben wir auch noch. Und was... Oh, zu weit. Wichtig ist, wir haben Fistech. Ja, das ist so eine heimliche Kokserin hier. Die zahlt aber gut dafür. 7, glaube ich. 7, jupp. Und die Löffel kriegt sie auch gleich aufs Auge gedrückt. Ja, Fasanerie, warum nicht? Nein, hier. Alles, alle Löffel weg. Ja, die hatte ich alle gesammelt. Ich dachte, ich könnte damit was machen, aber nö. Und danach gehen wir noch zur Bank. Ein paar Öcken einzahlen. Und dann passt das. So, jetzt machen wir aber das, weswegen wir hier sind. So ein Löffel, wohin kommt der, wenn man deckt? Oh, aber nein, das ist ja mal ein rarer Bouillonlöffel oder ein Schlüssel. Hier steht was geschrieben. Ja, deswegen bin ich hier. Hast du eine Ahnung, wofür der Schlüssel ist? Ich sehe ihn zum ersten Mal, aber du kannst mal im Keller nachsehen. Da hat der Vorbesitzer allerlei Krempel gelassen. Ja, gut, okay. Danke. Bis später. Herzogin, unsere wunderbare goldene Sonne. Oh Gott, die ist ja komplett. Wenn du da was gegen die Herzogin sagst, dann haut die dir was auf die Fresse. Das sag ich dir. Ja. So, was haben wir denn hier? Erstmal hier alles. Verscheppern wir gleich wieder an ihr. Ja. Fischi, Grilletti, alles da. So. Altes Pamplet. Lieber Buckleger, wacht auf, ihr werdet von einer herrschenden Elite hintergangen und für dumm verkauft. Ganz oben haben sie sich verschworen und euch um eure rechtmäßige Thronerbin gebracht. Ach so, okay, das haben wir schon gelesen. Alles Paletti. Ja, sie sollen aufwachen und dagegen rebellieren und ach, hast du nicht gesehen. Haben wir wirklich schon gelesen. Oh, Drachenschuppen, schön. Halt. Na, lecker. So, hier haben wir auch noch was.
abgeschlossen. Scheiß. So, ein Kochbuch von Smirgol, Louis Serkis. Na, ist es nicht ehrlich. Das Kochbuch. Das Buch enthält hunderte von Rezepten anstatt des Rezepts für Hasen. Für Hase auf buklärer Art befinden sich auf der letzten Seite lediglich einige chaotisch geschriebene Zeilen. Bei Majoran seligen Wunden. Ich habe Dutzende Elfenmanuskripte durchfrostet und endlich habe ich es gefunden. Ich weiß jetzt, wozu der Löffelschlüssel, den ich bei der Auktion erstanden habe, gehört. Das ist der Schlüssel zum legendären Refugium von Ramses Gorton, dem Elfenpriester der Göttin Danamebi, dessen kulinarische Meisterleistung selbst von den modernsten Köchen unerreicht blieben. Wenn ich die Ruinen seines Tempels finde, die sich angeblich irgendwo im Wald von Beauclair befinden sollen, finde ich alle seine legendären Rezepte, ganz zu schweigen von den anderen unbezahlbaren Schätzen, die dieser Meisterkoch in seiner Küche aufbewahrt haben muss, wo er seine Kunst perfektionierte. Den Rest der Seite in einem großen fetten Fleck. Gut, ja, dann Pech gehabt. Finde Dingenskirchen. Gut. So, jetzt verticken wir erstmal ihre Ware. Ah nee, wir müssen ja nochmal looten. Hier unten. Nein, scheiße. In der Fasanerie. Nein, tschüss. Bis später. Mann, ich will dir... Lustig, so sprach der Prophet. Ich will dir erst looten. Ja. Jetzt habe ich schon wieder den Scheiß. So, jetzt komm mal her. Willkommen in der Fasanerie. Ja, quatsch nicht so blöde rum. So, zeig mir dein Angebot. Ich mach das jetzt noch schneller. Ich will ihr nur eben alles auf den... aufs Auge drücken. Ja. Die Sachen sind da. Klasse. Echt, echt klasse, muss ich sagen. Ausgerechnet jetzt fällt ein Moped hinter mir her. Das ist dann voll zu hören. So, das haben wir alles. Ach, nee, nun mach doch hin, ey. Dem ist doch zu warm. Oh, ich mach mal Fenster zu. Sorry, Leute, mal eben. Ja, tut mir leid, aber es ging jetzt nicht anders. Das wird ja immer mehr. Gut, achso, 22 kriegt sie auch. So, that's the way is it. Später, schätze können. So, dann machen wir jetzt mal weiter auf nett und werden... Ja, Texa. Ja, dann hau ab. Wofür? Gibt keinen Grund, mich zu entschuldigen, nur haben Hannes. Kann ja wohl nicht mal entschuldige dich. Hey, meine ich. Okidoki. Kalt wie Eis. Ach so, Mensch, Mist. Sorry, jetzt mache ich hier kompletten Blödsinn. Ach nee, komm, das machen wir später. Ja, wo muss ich denn jetzt her? Hier. Oder komme ich jetzt da vorbei? Nee, komme ich nicht. Ja, ja. Absolut. Ja, genau. Blau, weiß, rosé. Nehme ich mal an. Okidoki. Oh, jetzt müssen wir einmal komplett hier rum. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Klötze anzupacken. Hätten wir jetzt keinen Verbrauch. Ausdauerverbrauch. Ja, gut. Di-da-di-da-di. Ta-da-di-ta-da. Heimat, deine Sterne. Der Rotzige ist was schneller als ich. Oh, lecko funny, den Berg rauf zu hetzen. Meine Güte.
So, der macht genau. Absolut stinkig. Oh. Ui. Da ist es. Nun denn. Wollen wir diesen Weg folgen? Jetzt müssen wir hier lang. Ja. Araunwurzel. Nur mal eben im Vorbeigehen geschnappt. So, Sekunde. Okay, alles Roger haben wir. Ist drin. Irdenzeichen. So. Ja, ich will mal was ausprobieren, ob das funktioniert oder nicht. Ich weiß es nicht. Hui, oh, Trick gegen Baum hier. So, wo ist er denn, der Knaller? Komm her, du Hengst. Du, deine Braut. Ach, da liegt er ja. François Dejeuf heißt er, glaube ich, ne? Dejeuf. Oder Gaff, Jaff. Was haben wir denn? Zwei Liebesbriefe, wahrscheinlich. Liebster François, es ist bereits eine Woche vergangen, seit meine Augen dein schönes Gesicht zuletzt gesehen haben. Liebster, ich weiß, dass dich wichtige Ritterangelegenheiten in der Ferne halten. Aber wie schaffst du es, die schreckliche Qual unserer Trennung zu ertragen? Mama fragt jeden Tag, wann du uns das nächste Mal besuchen kommst. Und Papa sagt, er könne es kaum erwarten, dass du auf den Knien um meine Hand anhältst. Ich erkläre ihm, wie sehr beschäftigt du bist. Aber in Wahrheit wünsche auch ich mir von ganzem Herzen, dass du hier vor mir kniest und endlich Ja sagen kann. Tausendmal Ja, für immer in Liebe. Was? Jacquette? Keine Ahnung. So, und er schreibt, liebe Jacquette, ich habe sehr, sehr viel nachgedacht und endlich weiß ich es. Um dich wirklich zu verdienen, muss ich es erst beweisen, dass mir die Ehre gebührt, deine Hand zu gewinnen. Die Ehre. Du sollst wissen, dass ich in den Ritterschwur geleistet habe, nicht eher zu ruhen, bis ich dir den Kopf von Grottore, dem fürchterlichen Monster, das noch nie besiegt wurde, auf einem Silbertablett serviere. Suche bitte nicht nach mir, sondern erwarte meine Rückkehr als ruhmreicher Monsterschlechter. Hochachtungsvoll, dein François. Francis oder so. Kann ja möglich sein. Ja, Liebesbriefe sind nicht so mein Ding. Okay, so, was hast du denn da drin? Da hat er, glaube ich, irgendwas. Nein! Na, Junge? Was geht? Du hast mich fast zu Tode erschreckt, Fremder. Naja. Wie nennt man dich? Und was führst du im Wappen? Achso, ich muss mich ja als Ravik von Vierhorn. Ravix von Vierhorn. Ravix von Vierhorn. Im Wappen trage ich eine Jungfer, die auf einem schreitenden Bären reitet. So, nachdem wir uns nun von Ritter zu Ritter vorgestellt haben, François Le Joff nehme ich an. Deine Verlobte schickt mich. Du bist schon eine Weile unterwegs und sie macht sich Sorgen. Ich, für wahr, der Grottore ist die grässlichste der Bestien. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. Indem du vor der Höhle schläfst? 2 Wochen lang? Ich war vielleicht etwas zu ausführlich. Mhm. Aber nun wird nicht mehr gezaudert. Ich gab mein Wort. Die Bestie ist so gut wie tot. Na gut. Du brauchst nicht zufällig Hilfe, nein? Ich weiß nicht. Schließlich schwor ich einen heiligen Eid, das Haupt der Bestie deiner Liebsten zu Füßen zu legen. Die Klausel selbst getötet taucht darin nicht wörtlich auf. Da hast du eigentlich recht. Genau. So lass uns Seite an Seite gegen den Unhold ziehen. Für die Ehre. Wahrscheinlich. Moment. Erstmal deine Handschuhe, nachher vergisst du die noch.
Wo willst du hin? Na, ist er nicht prickelnd, der Typ. Hurra. Hurra. Eingang. Oh, der nimmt ja extra die weiten Wege. Halt. Geh doch schon mal rein. Aha, traut sich nicht. Jetzt gucken wir erstmal hier. Oh. Lecker. Erstmal umgucken und dann können wir weitermachen. So. François. Keine Spur vom Grottore. Vielleicht sollten wir umkehren? Wenn... Beeindruckend. Fast wie im Wintergarten. Tja, beeindruckend mag das sein, aber... da brauche ich nicht. Eine Wiege voller Kinderschuhe. So eine groteske Sammlung habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Oh, diese Geräusche, ey, die tun weh im Hintergrund. Was ist denn da? Diamanten. Hier kommen wir wieder raus. Zaun rüber. Hier war da gerade was. Knochen. Kleiner Schädel. Fontanelle ist noch nicht ganz zu. Etwa einjähriges Kind, schätze ich. Ah. Etwas auf der anderen Seite. Es kommt dann durch. Da helfen weder Schwere noch Zeichen. Lies im Biss. Es muss ein Waldteufel sein. Anscheinend ist er gerade auf Jagd. Ich muss ihn anlocken. Lies im Bestiarium. Geister, wenn, dann machen wir jetzt alles aus. Hybriden sind diese auch nicht. Insektoiden auch nicht. Konstrukte könnte sein. Aber ich nehme mal an, das wird ein Relikt sein. Ja, Grottore. Relikt. Da ist er doch schon. Da haben wir einen Kamerad. So, es war so. Ich war im Wald und da ging ein Platzregen runter. Ich dachte mir, ich suche mir lieber einen Unterschlupf, als mir in meinem Alter eine Erkältung einzufangen. Also kroch ich in eine Höhle und da brüllt mich plötzlich irgendwas an. Ich rannte so schnell davon, dass der Wind meinen Mantel getrocknet hatte und als ich zu Hause ankam. Was? Willis Dale? Kräuterkundler. Niemand weiß, seit wann der Waldteufel, den man Grottore nennt, an Fuße der Gorgo lebt. Eigentlich bevorzugen Waldteufel die abgelegensten und tiefsten Wälder. In Höhlen findet man sie selten. Aber Grottore schien Gefallen an seinen namensgebenden Grotte gefunden zu haben. Das Monster war unter den Rittern Buclairs recht bekannt und wurde als potenzielle Ruhmesquelle besonderen Ranges gehandelt. Allerdings war keiner von ihnen allzu scharf drauf, die Bestie im Kampf zu stellen. Niemand außer dem jungen Ritter François. Gut, Dimeritium. Reliktöl, ja, dann packen wir das mal drauf, ne? Das Reliktöl besser ist. Wo ist es da? Reliktöl, Grünau. Na dann, locke den an, indem du Dingens, genau. Einmal, aua. So, und nochmal. Da ist er. Der Grottore. So, Schuss hat sich erledigt.
Alter, nimm das Schwert! Der ist so behämmert, ey. Oder da mit der Hand drauf kloppen. Läuft der noch ganz rund? Och, ich sag ja, wenn er wegstecken soll, tut er nicht. Und wenn er nicht tut, dann... Mann. Meiner Traum war das ein zähes Vieh. Ich höre dich nicht. Ich bin dankbar, Hexer. Du hast mir sehr geholfen. Das kommt mir echt so leise vor. Wozu diese Herausforderung? Eine Nummer kleiner ging es wohl nicht. Ein Murmelmensch hätte es doch auch getan. Warum? Also, die Grässlichkeit des Monsters muss schließlich der Tiefe meiner Liebe entsprechen. Aha. Du errötest, Herr Ritter. Es ist meine Verlobte. Sie hat es so eilig mit der Hochzeit. Wir kennen uns doch erst 2 Jahre. Ja, gut. Also schwor ich, den Grottore zu töten. Das sollte mir Zeit verschaffen. So eine Bestie, das kann Monate dauern. Vor allem bei dem Tempo, das du vorgelegt hast. Tja, aber so lernst du deine Angetraute auch nicht besser kennen, wenn du unterwegs bist. Wird Zeit, dass du nach Beauclair zurückkehrst, tapferer Ritter. Nein, nein. Das Haupt dieser Bestie ist so winzig und unzureichend, als Ausdruck der Liebe, die ich für meine Verlobte fühle. Ja, genau. Wartet. Zu ihren Ehren werde ich eine noch viel schrecklichere Bestie erlegen. Du Hampelmann. Ein Rat. Nimm den verdammten Kopf und hör auf mit dem Mist. Du verstehst nicht. Wenn ich zurückkehre, habe ich keine Entschuldigung mehr. Sie wird mich vor den nächstbesten Schrein zerren. Halt die Klappe und hör zu. Wappen, Schrottrüstungen und schwärmerische Verlobte, das hat alles nichts mit Monsterjagd zu tun. Die ist verdammt harte Arbeit, gefährlich und undankbar obendrein. Dafür bist du nicht geschaffen. Du willst deine Tapferkeit beweisen? Geh zu deiner Verlobten und sei ehrlich. Sag ihr, dass du noch nicht bereit für eine Hochzeit bist. Du nimmst kein Blatt vor dem Mund, Meister. In Toussaint wird schon für kleinere Schmähungen Satisfaktion verlangt. Doch kann ich nicht leugnen, dass in deinen Worten Wahrheit liegt. Ich habe nur um ein Haar überlebt und es ist Zeit. Ich sollte nach Hause zurückgehen. Ja, besser ist halt. Mann, besser ist halt. Anstatt so einen Scheiß zu machen, ja, ey. Oh, halt. So, irgendwo war doch noch... Da. Gut, jetzt gehen wir mal hier hin, wo wir gerade... Okay. Der kam doch jetzt... Ach, da hinten war das, ne? Nö. Wo war das denn jetzt? Wo kam der raus? Sag mal, bin ich besoffen? Der kam doch hier raus. Oder gehen wir hier in die Ecke? Genau. Besser ist das. Was ist das? Lootmoos. Mehr ist hier nicht drin? Mann, das ist ja lächerlich. Da oben, da ist nichts. Ah. Asche und 4-mal Kohle. Gut. Ja, gehen wir direkt zurück zu ihr. Puh. Eigentlich. Ja. Ja, nachher gebe ich das wieder nicht ab. Und aber das sind 600 Meter, alle. Nee, das ist mir zu weit. Ja, außerdem haben wir hier ein Fragezeichen. Und da unten sind auch noch welche. Also, so geht's mal nicht hier. Wir machen weiter. Lassen das. Was kommt jetzt hier? Oh nein.
geh doch mal weg da. So, einmal. Ach, das war schon. Einmal. Ein Ding nur. Ja, ja. Ja, wieder andächtig. Tja, François Lejeune, der sich aus. Aha. So. Aber dann kann er jetzt nicht sein. Ah, da. Ich dachte schon, niemand wird uns helfen. Ja, doch, das ist ja nicht das Problem. Durchdringender Staub. Hier unten ist doch bestimmt Blut. Ja. Oh. Also Wein oder so haben die echt immer da. Weintrauben. Was haben wir hier noch? Wildung jetzt alles schön. Okay. Das, Moment. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Wenn die diesen Bastarden auf Kurve der Blitz in den Arsch fahren. Brief an eine Geliebte. Meine geliebte Melanie, ich schreibe dir diesen Brief und sauge dabei die letzten Strahlen der Sonne auf, die langsam hinter dem riesigen Gipfel der Gorge untergeht. Dieser Brief wird nur kurz, aus zweierlei Gründen. Erstens ist es schon bald zu dunkel und zum Schreiben, und zweitens habe ich wichtige Pflichten zu erfüllen. Frau Mathilda hat mir befohlen, mich um die Sicherheit des neu angelegten Weinbergs von Pavonhang zu kümmern. Ich muss sehr wachsam sein, denn auf Vermentino gehen in letzter Zeit üble Dinge vor. Wenn es nicht die Banditen sind, dann sind es die gelben Monsterparasiten. Ich werde hier einige Zeit verbringen und mich nach dir sehnen, meine Liebste, wie eine Weinrebe nach den Berührungen der lebensspendenden Sonne. Für immer dein Laurent, würde ich sagen. Absolut dumm gelaufen. Oh, jetzt fange ich an zu schwitzen, wie Sau. Ja, was tut man nicht alles? Nee, um... hier oben weiter? Nee. Wir machen erstmal hier unten alles weg. Ja. Hier hin. Genau, das machen wir jetzt erstmal. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Ja, wo soll ich das wissen? Ja. Und die Hexer machen die Arbeit von der Ritter. Das ist natürlich... Oh, da ist wieder einer. Aber der lässt mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. So, du solltest mich in Ruhe lassen. Ich hab dich gewarnt. Aber nein. Er macht's nicht. Pech gehabt. Was ist da oben? Da oben müssen wir hin. Nö, das ist aber weiter hoch. Haben wir hier schon? Anscheinend waren wir hier schon. Ja. Ist durchaus möglich. Will ich ja auch nicht abstreiten. Hui. Noch weiter. Was? Gäste. Nö, hier waren wir aber schon. Ja. Hier waren wir schon. Nehme ich da mal an, dass wir hier schon waren. Ja, klar. Okay. Hier waren wir wegen der Rüstung. Oh, ich komm her, ja. So, ja genau, fall tot um. Oh. So.
Erledigt. Zwei Wildschweine. Schöner Wildschweinbraten. Ja. Heureka. Wo müssen wir denn hin, Owl denn? Ah. Da kommt der großes Onkel. Ja. Großer Onkel, komm, verlassene Stätte. Das war ein Fehler. Sag doch, das war ein Fehler, Freundchen. Dumm gelaufen. Für dich sagen. Mhm. Da-da-di. Haben wir garantiert wieder was vom Kämmerer. Ach, siehst du, da muss ich auch in Kohle holen. Ja.